Hallo, mein Name ist Olli und ich begrüße euch zur Premierenfolge von Olli und Toddy präsentieren Spaß mit Verkehrsregeln. In den nächsten Minuten werdet ihr und ich zusammen zu Erforschern der dynamischen, wunderbaren Welt des Reißverschlussverfahrens. Nicht so schnell, Olli. Was ist denn das Reißverschlussverfahren? Das Reißverschlussverfahren, das beschreibt die Art des Einordnens bei Kolonnenfahrten. Und wie genau funktioniert das? Das setzt voraus, dass man auf seinem für sich verjüngenden Fahrstreifen immer bis nach vorne zum Ende fährt und einer nach dem anderen auf den nächstfreien Fahrstreifen wechseln kann. Ist das eine neue Verkehrsregel? Die kenne ich noch gar nicht. Na Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Diese Verkehrsregel, die gibt es seit 40 Jahren. Die steht in § 7 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung. Und da ist ganz genau beschrieben, wie wir uns bei einer solchen Art der Verkehrsführung zu verhalten haben. Wir haben das in der Fahrschule schon gelernt, haben es aber schon vergessen, als die Tür hinter uns ins Schloss gefallen ist. Und deswegen hat der Gesetzgeber Verkehrszeichen erfunden, die er auf den Autobahnen oder an den ständigen Stellen zeigt, damit wir nochmal daran erinnert werden. Wir haben das mal in einem aufwendigen Feldversuch nachgebaut, dieses Reißverschlussverfahren. Das erste Fahrzeug fährt vor, der zweite kann in sich einordnen, das nächste Fahrzeug kann dann hinterherfahren. Immer wie im Reißverschluss an der Hose, an der Damenhandtasche oder vielleicht auch einfach das Anstellverfahren auf einer Toilette zur Karnevalszeit in Köln oder Düsseldorf oder auf der Weihnachtsmarktzeit, dass man da immer im Wechsel ohne Streit zur Toilette gehen kann. Ich glaube, man kann sagen, das Reißverschlussverfahren ist mit Abstand das weit ignorierteste Verkehrszeichen und die weit ignorierteste Verkehrspflicht, die es gibt. Das Reißverschlussverfahren ist eine Verkehrspflicht. Das bedeutet, derjenige, der hier schon auf dem Fahrstreifen ist und bis nach vorne durchgefahren ist, der hat die Pflicht, den Nächsten hier sich einordnen zu lassen. Und derjenige, der sich auf diesem Fahrstreifen bewegt, das ist kein Egoist, das ist kein Blödmann. Der nutzt die vorhandene freie Verkehrsfläche, um Rückstau so gering wie möglich zu halten. Und sorgt dafür, dass der Verkehr leicht bleibt. Alles andere früher einordnen, nicht reinlassen, das sorgt für Staus, das sorgt für ein erhöhtes Stresslevel. Deswegen ist es so, dass wir uns auf dieses Reißverschlussverfahren besinnen sollten und uns die Verkehrszeichen nochmal zu Gemüte halten würden. Wir beide, der Toddy und ich, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge von Olli und Toddy präsentieren Spaß mit Verkehrsregeln.